Hello! Ich bin wieder back in Germany und ich wollte mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich immer so komisch gevloggt habe in Kanada, aber es lag einfach daran, weil ich die ganze Zeit unterwegs war und irgendwie war alles drunter und drüber und dann habe ich eigentlich noch für ein Slow-Motion-Video gedreht, dann habe ich noch dafür gedreht und dafür gedreht und dann musste ich noch daran denken, hier Videos zu machen, dann wurde ich gefilmt die ganze Zeit und deswegen tut es mir leid, dass ich mich immer nie verabschiedet habe. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und was ich sagen wollte, ich bin wieder zurück in Deutschland. Hab keinen Jetlag mehr, also ich bin gestern die ganze Zeit noch wach geblieben, bin dann abends um 10 ins Bett gegangen und habe bis 1 Uhr mittags durchgeschlafen. Und jetzt treffe ich mich mit zwei meiner besten Freunde und ich freue mich schon. Beste Vlog drin. Hallo Lieblingsmisse. Wie geht's? Gut und dir? Das ist auch Shanti Tan und Jungfrau. Hast du schon mal von meinem zweiten Kanal gehört? Ja, Shanti Fan. Ja, verstehst du mich? Shanti Tan, ja, Shanti Fan und so. So, ich bin jetzt in der Stadt und das ist Alida, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ich war vorhin so an der Bahnhaltestelle und da war so eine Gruppe von so 5 kleinen Kindern oder so. Und ich dachte mir nur so, Alter, was geht bei denen? Weil ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Auf jeden Fall hatten die einen irgendwie Streit mit dem anderen. Und dann sind diese 4 Kids auf den einen so losgegangen und die waren 10 oder so. Also wirklich, die waren nicht älter. Und wie die, ja, sind nicht losgegangen, aber so halt verbal auf die losgegangen. Oh, verbal, Fremdwort und so. Wie die geredet haben, ich dachte mir nur so, geht's noch? Weil der eine sagt dann, nee, das Mädchen sagt so, ja. Hier los, Alter. Und hier geht's schon weiter mit dem Fahrradrennen. Almosen für Fahrradlose. Was? Nein, ihr werdet gerade nass. Ich hoffe, dass ihr nicht kaputt geht. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, dass sie richtig asozial geredet haben. Also die eine so, was, Junge, keine Ahnung, ich kann es nicht nachmachen. Auf jeden Fall haben die es richtig so geredet, wie ich mit meinen Freunden aus Spaß rede. Hast du gerade meine Mutter beleidigt? Was ist deine Mutter? Ich deine Existenz, Digga. Ich rasier dich und deine Mutter mit. Vor allem so das kleinste Mädchen, die war so und der Junge war so und die wollte auf den losgehen und dann musste der eine Freund von der die sogar festhalten, wo ich mir so denke, halt mich zurück, Junge. Ja, halt mich zurück, ey, ich schlag den sonst tot. Jugend von heute, du. Ja, genau, und dann habe ich mich halt gefragt, woran liegt das? Also liegt es daran, dass die Kids jetzt immer mehr im Internet sind? Liegt es an YouTube? Naja, auf jeden Fall schon voll traurig. Ja, es ist alles meine Schuld. Es tut mir leid, wenn eure Kinder so werden wie die da auf der Straße. Auf jeden Fall voll traurig, weil als ich so alt war wie die... Der Wind, Alter. Als ich so alt war wie die... Als ich... habe ich mich nicht mehr getraut, so mich mit anderen so richtig anzulegen. Also man hat vielleicht mal seine Meinung gesagt im Streit, so... Mann, ey, du hast mir meinen Ball weggenommen, ey. Jetzt sind wir keine Freunde mehr. Ich fand die, als ich 8 war, hab ich mal einer Schlampe genannt. Und dann hat mich so ein älterer Freund gefragt, ob ich weiß, was das heißt. Und ich dann so, ja, das sind so Menschen, die sind so schlampig und so unordentlich, ne? Unordentlich. Dann habe ich das meiner Mutter erzählt und sie ist übelst ausgerastet. Weil dann hab ich einfach Schlampe. Hallo, ich war 8 Jahre alt. Das geht gar nicht. Da wusste ich nicht mehr, was Schlampe heißt. Die Leute, die Kids werden immer frühreif, hallo. Nachher kriegen die noch Kinder. Nein, Spaß, mit aber. Mit 12, ja, gibt's schon. Gibt's echt? Na, mit 12? Die jüngste Mutter war irgendwie 12. Alter, krass. Okay, ich muss euch jetzt einpacken, weil es regnet. Also wir sind gerade in unserem Lieblingscafé. Bisschen Promo. Wie heißt das, sieht man hier irgendwas? Nee, Teestäbchen heißt es auf jeden Fall. Und haben einen Tee getrunken. Ich hatte noch ein Baguette. Und ihr könnt Alida auch gerne folgen auf Instagram. Sie heißt da. Alida Parisi. Genau, bisschen Werbung und so. Alida Parisi, ich schreib's dir noch hin. Also folgt ihr gerne. Und liked alle ihre Bilder. Ja, und jetzt warten wir noch auf eine andere Freundin, die Tatos. Und früher haben wir immer Taddel gesagt, aber das geht jetzt irgendwie nicht mehr. Der Name ist leider besetzt. Der Name ist jetzt leider schon weg. Awkward. Wir werden die ganze Zeit von der Wespe verfolgt. Die Situation ist ernst, Leute. Oh Gott. Alter, was geht bei dir? Doch, sie ist gerade bei mir. Hey, die will den Honig, dann lass uns den Honig mal wegstellen, oder? Ja, dann fass das mal an, während du drauf sitzt. Kidding. Okay, ich setz mich jetzt ganz in Ruhe wieder hin. Immer wenn ich hier hingehe. Alpha Kevin. Hast du gehört, dass das Jugendwort des Jahres Alpha Kevin werden sollte, aber jetzt haben sie es aus der Liste genommen, weil das zu beleidigend wäre. Wie Alpha dir, Alpha Kevin. Das ist
voll lachen. Ich hab's erst mal nicht gecheckt. Richtige Alpha-Kabel. Okay, schnell, stell den Honig weg. Okay, schnell, stell den Honig weg. Wir haben die Welt gerettet. Leute, wir haben gerade ein deepes Thema angeschnitten. Und zwar haben wir gerade überlegt, alles, also jedes Lebewesen hat einen Sinn, nur wir nicht. Also die Menschen haben irgendwie gar keinen Sinn, oder? Shanti, du bist so deep. Ich kann dich schon gar nicht mehr sehen. Also schreibt mir in die Kommentare, ob wir Menschen einen Sinn haben, aber wir sind nicht mal Futter für andere Tiere, nicht mal das. Also wir werden nicht gefressen. Ja, aber selten. Dann, wir essen und wir töten nur und wir zerstören die Erde. Ja, auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht oder vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Sinn unserer Existenz. Also schreibt es mal in die Kommentare, mir fällt nur gerade keiner ein. Richtig sad. Und zerstören, wir kommen auf die Erde und machen so, zerstören alles und töten alles, was über den Weg läuft. Machen Krieg. Alter, voll sad. Dieser Vlog ist voll von... Genau, Alida meinte vorhin, das ist wie so eine Talkshow. Okay, gut, ich hör mal auf, Leute. Bis dann. Neues Gesicht, das ist Tatos. Kenn ich doch schon, ja. Guck mal, hab ich das gesehen, glaube ich. Ja, aber für die, Tattoo und so. Als ob die sich an dich erinnern. Doch, die erinnern sich an mich. Nein. Nein, schreibt mir in die Kommentare. Erinnert euch, ihr euch noch an die hier? Wir haben zusammen unser Tattoo stechen da lassen. Da muss ich reingucken. Da? Achso, da. Nee, da musst du reingucken, weil. Die ganze Zeit da rein. Ja, ich gucke auch mal da rein, weil das ist automatisch warte so. Ja. Technik und so. Ja, wir sitzen hier gerade am wunderschönen Leineufer in Hannover. Ja. Alida ist richtig witzig, die hat immer viel zu sagen. Aber sobald die Kamera an ist, dann ist sie immer so. Ich hab Angst. Sie hat Angst vor der Kamera, ja. Man merkt immer, wenn, wenn man die Kamera rausholt, wer YouTuber ist und wer nicht, weil andere YouTuber sind immer so. Hey! Und dann so, alle so, die Kamera! Wie so ein gefährliches Tier. Ja, so. Oh mein Gott. Es guckt mich an. Sobald du auf mich zeigst. Oh, ich hab euch gar nicht gesehen. Hi. Ich habe mal die Mikroeinstellung geändert, weil irgendwie, wenn ich von der Seite anfange zu sprechen, dann ist der Ton immer so richtig komisch und ich hoffe, dass es besser. Sorry fürs Licht, aber bin jetzt wieder zu Hause und schneide jetzt noch ein paar Videos. Also es ist jetzt fast 11 Uhr und ich habe sehr viele Hauptkanalvideos, die alle so halb angefangen sind, aber die ich jetzt nochmal zu Ende schneiden muss. Und ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Das war mal so ein Vlog aus meinem Daily Life in Hannover. Okay, Leute, das war's mit dem heutigen Vlog. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.